Folge 14 von Digital Upgrade. Ich bin der Tino. Ich bin der Basti. Und ja, uns gibt's immer noch. Wer hätte das gedacht? Einige von euch haben vielleicht unseren Kurzclip runtergeladen, wo wir versuchen, euch kurz zu erklären, wieso wir nicht mehr im Internet zur Verfügung stehen. Genau, alle, die es nicht gemacht haben, nochmal kurz zur Erklärung. Also wir hatten diese Show schon mal aufgenommen, schon vor längerer Zeit, haben wir vorproduziert. Und leider ist die Aufnahmedatei im Eimer. Und ja, wir haben das Ganze noch nicht auf Band gesichert, sondern direkt auf die Festplatte. Und das wird uns eine Lehre sein. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir den Content nochmal für euch aufbereitet und wollen ihn euch dieses Mal, hoffentlich geht es dann auch, nochmal zur Verfügung stellen. Genau. Das diesmalige Thema ist? Verschiedene Internetbrowser. Zum einen haben wir uns natürlich auf allen Plattformen umgeschaut und da es nicht nur einen Browser auf den meisten Plattformen gibt, sondern mehrere, haben wir mal für jede Plattform zwei rausgesucht. Genau. Und ich denke, wir steigen direkt ein. Und zwar gehen wir auf unser allseits beliebtes Ubuntu Linux und schauen uns da den Browser Conqueror an. Genau. So, da sind wir wieder mitten in den Screencasts. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum klinge ich so komisch, das liegt daran, dass mein Mikrofon kaputt ist und wir deswegen heute mit einem anderen Mikro aufnehmen. Verstehen solltet ihr uns trotzdem, deswegen geht's auch sofort los. Wer jetzt unter Ubuntu nicht den Firefox benutzen will, kann den Conqueror hernehmen. Den Conqueror gibt es entweder, wenn man Kubuntu benutzt, oder man lädt sich über die Paketverwaltung einfach den Conqueror nach. Wenn ich weiß, wie das geht, schaut sich einer unserer letzten Shows an, zum Beispiel die Show über den Home-Server, da wird das ausführlich beschrieben. Ich starte den Conqueror und wir sind direkt auf der Conqueror-Startseite und wir sehen sofort eine Besonderheit. Der Conqueror ist nicht nur ein Webbrowser, sondern er ist wie der Internet Explorer unter Windows auch ein Dateibrowser. Somit könnten wir jetzt hier ganz normal durch unsere lokalen Dateien durchbrowsen. Das Ganze funktioniert auch mit installierten Programmen. So, natürlich ist der Conqueror auch ein Webbrowser, sonst würden wir ihn natürlich jetzt nicht vorstellen. Und wir sehen schon wunderbar, die CSS-Webseite wird absolut fehlerfrei dargestellt. Der Conqueror kann natürlich, so wie das sein muss, auch Tabs. Und ja, man kann diese Tabs öffnen, schließen und parallel damit browsen. Eine Besonderheit hat der Conqueror, die wir bisher noch in keinem anderen Browser gefunden haben. Und zwar kann man mit dem Conqueror durch Webseiten komplett ohne die Maus surfen. Man drückt einfach die Steuerung-Taste und es werden zu allen Links irgendwelche Nummern oder Buchstaben eingeblendet. So kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auf I drücke, direkt in die FAQ wechseln. Und ich sehe hier, wow, ich habe nicht meine Maus gebraucht. Der Conqueror hat natürlich auch eine ganz normale Bookmark-Verwaltung. So kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich gehe auf google.de. Ich mag natürlich den Cookie setzen. Diese Einstellung kann man auch ganz wunderbar einstellen und somit kann ich jetzt zum Beispiel das Bookmark einfach hier oben in die Bookmark-Leiste hinzunehmen. Aber beim Thema Einstellungen waren, kann man bei Settings Configure Conqueror einige Einstellungen machen. Also man kann wirklich zwischen der Verschlüsselungstechnik und dem Aussehen alles Mögliche einstellen, was man nur irgendwie einstellen möchte. Also da ist der Anpassungswut des einzelnen Users wirklich keine Grenze gesetzt. Der Conqueror hat sehr viele Features nicht, die irgendwie so verrückte Sachen wie grafische Super-Effekte oder ähnliches. Auch eine RSS-Feed-Verwaltung ist nicht vorhanden. Die muss man sich über Erweiterungen nachinstallieren. Diese Erweiterungen findet man allerdings auch in der Systemverwaltung, in der Paketverwaltung. So viel zum Conqueror, weil mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wer nur im Web surfen möchte, ist damit auf jeden Fall gut bedient. Das war's fürs Erste und zurück zur Show. Jetzt haben wir mit dem Conqueror das Internet erobert. Aber was war unser nächster Browser? Don't cry for me, Argentina! Ah, die Oper! Natürlich der Opera. Und den schauen wir uns mal unter Windows an. Viel Spaß! Ich zeige euch jetzt den Opera, der auf der Presto Layout Engine basiert. Opera erhaltet ihr auf der Homepage www.opera.com. Und er sieht eigentlich aus wie jeder andere Browser, besitzt natürlich die Möglichkeit auch Tabs zu verwenden. Hier neuer Tab, ruckzuck ist hinzugefügt. Schön ist hier, wenn ich die Adressleiste anklicke, habe ich hier gleich die Auswahlmöglichkeiten, eine Suchmaschine herzunehmen, eine Alternative zu der anderen oder meine top meistbesuchten
Internetseiten anzuschauen oder meine Lesezeichen gleich auszuwählen. Klick aufs X, ist es wieder weg. Des Weiteren ist ein RSS-Feed, also eine RSS-Feed-Verwaltung integriert. Dafür klicke ich einfach auf eine Seite, die ein RSS-Feed besitzt, wie zum Beispiel unsere, auf das Icon. Und nach einer kurzen Nachfrage, ja, möchte ich hinzufügen, fügt er diesen hinzu. Hier kann ich, bekomme ich alle Informationen, die Download-Links, kann ruckzuck verwalten. Verwalten kann ich sie natürlich auch, wenn ich hier auf Feeds klicke, auf Verwalten, kann ich sie aktivieren und deaktivieren, löschen, bearbeiten und hinzufügen. Ich schmeiße gleich wieder raus. Des Weiteren gibt es eine absolute Neuerung, und zwar Widgets. Widgets kennt ihr vielleicht vom Mac OS, sind die kleinen Programme, die im Hintergrund laufen. Gadgets nennt es Windows. Ganz neu bei Vista. Opera kann das jetzt auch. Ich lege das Widget hinzu und wenn ich kann das Ganze mal weiter surfen, das Widget bleibt immer im Hintergrund. Gut, ist eine schöne Spielerei, kann man werden immer mehrere und es wird einem nicht langweilig. Widgets kann ich natürlich auch hier, wenn ich auf Widgets klicke, Widgets verwalten, dann verwalten. Da kann ich neue hinzufügen, ausführen, schließen oder einfach in den Papierkorb werfen und wegschmeißen. Das war's zu den Widgets. Des Weiteren verfügt der Opera über Mausgesten. Gut, das sagt euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts, das ist nämlich auch was Neues. Und zwar mit Mausgesten kann ich mit Hilfe meiner Mausbewegung den Opera steuern. Zum Beispiel kann ich jetzt, wenn ich die rechte Maustaste und nach links fahre, zum Beispiel Seite zurück, Seite nach vorne, neuer Tab. Da gibt es noch viele weitere, aber um die alle aufzuzählen, sucht ihr euch mal lieber selber die Hilfe raus. Des Weiteren gibt es einen Download Manager. Wenn ich jetzt auf irgendeinen Download gehe, zum Beispiel hier unsere Show Nummer 13, kann ich diesen speichern und der Download wird dann gemanagt hier in einem speziellen einzelnen Tab. Und Tabs kann ich hier auch erstmalig ganz einfach freistellen. So ist völlig losgelöst und wenn ich jetzt diesen Opera schließe, bleibt dieser Tab nach wie vor offen. Der Download, den kann ich jetzt abbrechen. Und ich starte wieder auf meiner Startseite. Des Weiteren verfügt der Opera über Page Zooming. Das heißt für etwas schlecht kurzsichtige Leute, diese können Webseiten einzoomen. Das zeige ich euch jetzt nicht. Des Weiteren gibt es Safe Recovery. Das heißt, wenn euer Opera mal während der Session abstürzt, merkt ihr sich trotzdem die letzten Seiten und ihr könnt dann dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Natürlich gibt es auch einen Pop-up-Blocker. Ist ja nichts Neues und den Anti-Phishing-Filter, die sind alle hier unter Extras aufgeführt. Schön könnt ihr hier Internetspuren löschen, das heißt eure Cookies, die ihr hinterlassen habt, die werden gleich mal gelöscht. Des Weiteren gibt es einen E-Mail- und Chat-Client, den müsst ihr natürlich noch einrichten. Drück auf Ja, hier seht ihr, je nachdem was ihr machen wollt, ob jetzt Newsgroups oder einen E-Mail-Client oder einen Chat-Client wie IRC, könnt ihr selber einrichten. Ich überlasse euch da mal selbst. Euren Problemen, solltet ihr wirklich welche haben, einfach eine Mail an uns, wir versuchen euch dann zu helfen. Die absolute Neuerung, was es in noch keinem anderen Browser gibt, ist der BitTorrent. Dafür gehe ich mal auf eine vorbereitete Seite, wo ich den Ubuntu 5.10 runterladen kann. Und das ist natürlich ein Torrent-Link, wie ihr hier sehen könnt, iso.torrent. Ich klicke mal drauf, ruckzuck öffnet sich schon ein Widget, beziehungsweise ein Hilfefenster und ich muss eine Position zum Downloaden auswählen. Ich nehme den Desktop, drücke auf Ja. Nun muss er natürlich erst noch den Torrent überprüfen. Das dauert ein kleines Stückchen. Und dann wird er ihn auch zu meinem Transfers-Fensterchen hinzufügen. Wie ihr hier sehen könnt, zack, hat er den Torrent hinzugefügt. Und er überprüft ihn und er wird dann loslegen. Da ist auch das Loslösen schön. Ich kann das Programm nämlich im Hintergrund laufen lassen und das interessiert den anderen nicht. Natürlich kann ich den Opera wunderbar individualisieren, indem ich hier auf Extras klicke und Erscheinungsbild. Es gibt schon zwei vorgegebene, die sind aber etwas langweilig. Wenn das jetzt zu öde ist, der geht auf opera.com, wenn er hier drauf klickt. Und dort gibt es viele, viele verschiedene Skins zum Runterladen. Wie ihr seht,
über 24 Seiten. Da ist bestimmt für jeden was dabei und vielleicht auch für Leute, die nichts Neues haben wollen. Ein paar Fakes. Na gut, das war es auf jeden Fall zum Apera. Ihr könnt eigentlich damit alles machen. Es ist wohl auch momentan der umfangreichste Webbrowser mit diesen Spielereien, je nachdem wer es braucht. Wir finden ihn auf jeden Fall gut und er ist wohl einer der größten Konkurrenten zum Firefox. Und jetzt zurück zur Show. So viel zum Opera, der wohl momentan umfangreichste Browser im Standardpaket. Aber wir hatten noch was für Mac vorbereitet. Ah, Moment. Barsch, richtig aus Fernost, haben wir für euch den Shiira einfliegen lassen und auf dem Mac vorbereitet. Und ab geht's. Ich war neulich beim Thailänder nebenan und der hat mir einen Barsch gezeigt. Aber nicht auf meinem Teller, sondern auf seinem Mac. Und der nennt sich Shiira. Shiira ist ein Import aus Fernost und wie wir das von unseren kleinen, aber feinen Freunden kennen, sind sie recht schnell. Das ist bei Shiira dasselbe. Ich klicke drauf und zack, hat er sich schon mal geöffnet. Ich gehe auf die Digital Upgrade Seite und ruckzuck ist er offen. Shiira hat leider keine Tabs. Schade, schade. Dafür hat er was anderes Tolles. Und zwar die Page Docs. Page Docs sind im Endeffekt Tabs. Ich öffne mal einen. Gut, ist jetzt nicht besonders spektakulär. Ich gehe auf apple.com und wenn ich das jetzt ein bisschen größer mache, damit ihr das auch sehen könnt, habe ich hier ein komplettes Abbild der aktuellen Seite. Das heißt, wenn ich hin und her surfe, ich starte hier Shows, zack, wird es da drüben refreshed und ich kann immer noch sehen, was sich gerade passiert. Natürlich kann ich diese Page Docs auch schließen, indem ich hier das X-Lay drücke. Wenn die Seite RSS-Feeds besitzt, wird mir das auch sofort angezeigt. Hier unten habe ich dieses RSS-Feed-Zeichen. Indem ich draufklicke, öffnet sich die Seite des jeweiligen RSS-Feeds und diese kann ich dann zu meinen Bookmarks hinzufügen. Gut, wo kann ich meine Bookmarks sehen? Indem ich hier auf Bookmark klicke, habe ich hier so ein wunderbar durchsichtiges Fenster. Und das erinnert mich natürlich auch an ein ähnliches Tool, mit dem ich auch im Web surfen kann. Dasselbe passiert mir auch bei History, wo ich meine gesamte History von diesem Tag oder von Tagen zuvor nachvollziehen kann. Wie man sieht, besitzt das hier dieselbe Engine wie der Safari, und zwar das Apple WebKit. Und das ist natürlich perfekt auf Cocoa abgestimmt und deswegen geht er auch ab wie eine Rakete, dieser Barsch. Kann also quasi den Strom bergauf schwimmen. Des Weiteren gibt es hier noch Shelf. Shelf ist so ein Multitool, wo ich alles verwalten kann. Zum einen meine Bookmarks, ähnlich wie dieses Bookmark-Knöpfchen. Des Weiteren den Download. Leider ist er noch nicht integriert. Ich habe noch eine Search Engine integriert, wo ich meine Ergebnisse, meinen Treffer dann finde. Und die History. Schade, heute ist nur ein Tag, aber ich kann über mehrere Tage hinweg das nachvollziehen und somit kann ich, wenn ich das möchte, ein bisschen nachspionieren. Ich gehe zurück auf die Digital Upgrade Seite und das war es auch schon von Shiira. Und ihr wisst ja, Shiira ist Open Source, aber einen geschenkten Barsch schaut man nicht in den Quellcode. Und jetzt zurück zur Show. Für all diejenigen, für die die genannten Browser schon alter Käse sind, die werden sich hier über unser nächstes Thema freuen. Und zwar sind das die News. Und dafür geben wir ab in unsere News-Redaktion. Vista Release Candidate 2 ist da. Microsoft hat den RC2 ihres neuen Betriebssystems Windows Vista zum Download bereitgestellt. Vorerst allerdings in den Sprachen Japanisch, Deutsch und Englisch. Natürlich gibt es die Versionen für beide Systeme, also x86 und x64. Wie wir das von Microsoft gewöhnt sind, gibt es vorerst den Download nur für die Teilnehmer des Consumer Preview Programms. Für alle anderen heißt es abwarten oder hoffen. Es ist Licht am Ende des Tunnels bereits für MSDN oder Technet-User. Für die soll ein Download mit nächster Woche eingerichtet werden. Also viel Spaß beim Warten. Firefox 2.0 RC2 veröffentlicht. Auch die Mozilla Foundation hat einen zweiten Release-Kandidat nachgeschoben, und zwar von Firefox.
Diese Version hat vor allem einen neuen Skin, das sticht besonders ins Auge und lässt das Ganze etwas frischer aussehen. Außerdem gibt es jetzt die Rechtschreibprüfung, die innerhalb von Formularfeldern funktioniert und man somit nicht mehr Gefahr läuft, zum Beispiel bei Guestbook-Einträgen oder so, irgendwelchen Quatsch, was die Rechtschreibung angeht, einzutippen. Außerdem gibt es einen neuen Add-on-Manager und sogenannte Micro-Summaries. Micro-Summaries lassen sich ungefähr so beschreiben wie das Portal NetVibes, was wir euch mal in unserer 2.0 Sendung vorgestellt haben. Man kann sich dort verschiedene RSS-Feeds oder eBay-Auktionen oder sonstiges auf einer Seite zusammenstellen und das Ganze wird dann ständig aktualisiert. Das ist natürlich sehr nett und das kann man direkt im Browser machen. Apropos RSS-Feeds, man kann auch jetzt externe RSS-Reader ansprechen und ist nicht mehr auf den integrierten Sage zum Beispiel, die Erweiterung, die wir euch mal vorgestellt haben, oder auf diese etwas hakelige RSS-Darstellung angewiesen. Ja, auf jeden Fall ein Versuch wert und wir freuen uns schon auf die Final-Version. Internet Explorer 7 kommt im Oktober. Scott Graff, der Programmmanager für IE7 Compatibility, warnt auf seinem Online-Blog davor, dass Internet Explorer 7 wirklich schon bald kommt. Und mit bald meint er wahrscheinlich den 16. Oktober. Von da an wieder zum Download bereitstehen und in einem späteren Windows-Update den Internet Explorer 6 ersetzen. Dies kann man zwar von Hand verhindern, ist aber nicht zu empfehlen. Wieso warnt er davor? Alle Webdesigner aufgepasst, die Internet Explorer 6 Hacks zum Darstellen von CSS-Style-Webseiten werden dann nicht mehr funktionieren. Denn der Internet Explorer 7 hält sich komplett an die Standardkonformität und wird also von da an keine Internet Explorer 6 Hacks mehr verstehen. Das gilt natürlich auch für alle RSS- und Atom-Feeds. Also aufpassen beim Webdesignen, mal nochmal reinlesen, dann gibt es da auch keine Probleme. Google will YouTube übernehmen. Der Gigant Google will das Videoportal YouTube kaufen. Er hat den Betreibern von YouTube hierfür ein Angebot von 16 Milliarden Dollar gemacht, also wirklich 16 Milliarden Dollar nur für eine Webseite. Das Ganze gab es vorher schon mal, allerdings haben die Betreiber von YouTube dieses Angebot ausgeschlagen, weil es ihnen nicht hoch genug war. Auch Yahoo ist an der ganzen Sache interessiert, allerdings weiß man dort nicht, wie hoch das Angebot ist. Das Ganze ist auch nicht hundertprozentig belegt worden von Google und von YouTube, sondern es ist nur ein Bericht vom Wall Street Journal. Wenn Google YouTube übernimmt, ist er somit der größte Anbieter von Internetvideos weltweit und hat somit dann praktisch sogar ein Monopol. Wollen wir mal sehen, was daraus wird. Hier sind wir wieder im Digital Upgrade Studio. Wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, wir haben gerade mal Halbzeit. Genau. Und deswegen machen wir wie am Anfang auch mit Ubuntu Linux weiter. Und da schauen wir uns den kleinen Seeaffen an. Genau, den uns die Mozilla Foundation unter dem Namen SeaMonkey bereithält. Wer sich unter Ubuntu den SeaMonkey installieren will, der ist schwieriger als Windows- oder macOS-User. Man muss nicht einfach in den Dateien klicken und los geht's, sondern muss sich erst das tar.gz-Archiv bei mozilla.org herunterladen, dann entpacken und das Lieblingsprogramm aller Linux-Geeks benutzen, und zwar das Terminal. Man wechselt da in den Ordner. Und im Ordner SeaMonkey Installer gibt es den Installer. Nachdem das Ganze direkt ins System schreibt, brauchen wir hier Adminrechte, deswegen ein sudo /, und SeaMonkey Installer. Enter und schon geht der Installer auf, das ging ganz fix. Und es geht jetzt hier auch grafisch weiter, nur der Weg hierhin ist etwas schwierig. Wir akzeptieren natürlich die Mozilla Public License, machen eine typische Installation nach User Local SeaMonkey, das müssen wir uns merken für nachher. Es geht los, wir wollen das Verzeichnis natürlich erstellen. Installen und die ganzen Dateien werden installiert. Es ist wieder sehr wichtig, dass ihr den sudo vor das Kommando setzt, sonst könnte dieses Verzeichnis nicht erstellt werden und der Installer würde hier abbrechen. Das war's. Wir könnten SeaMonkey jetzt natürlich aus dem Terminal raus starten, das ist aber sehr unangenehm. Im Menü hier oben ist er nicht dabei, da das Ganze nicht über die Paketverwaltung installiert wird. Deswegen müssen wir uns per Hand einen Shortcut anlegen. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf den Desktop, sagen Starter anlegen, Befehl, da wählen wir aus. Dateisystem, User, Local, SeaMonkey und hier finden wir ganz unten auch die Datei SeaMonkey. Das öffnen wir, geben dem Ganzen noch einen Namen, was auch anders als SeaMonkey, machen OK und wir haben hier die Verknüpfung direkt auf dem Desktop. So, wir starten SeaMonkey und wir sehen, ich zeige erstmal
die Mozilla.org-Seite an. Das ganze Aussehen erinnert so ein bisschen an den alten Netscape. Was heißt ein bisschen? Eigentlich 1:1. Aber der SeaMonkey hat natürlich noch ein paar tolle Features. Zum einen zeigt er CSS-Seiten absolut problemlos an, weil er die aktuelle Gecko-Engine benutzt, die auch der Firefox benutzt. Und man kann zum Beispiel ganz normal seine Bookmarks verwalten, indem man Bookmarks, wie man das aus anderen Betriebssystemen gewohnt ist, einfach per Drag and Drop in die Bookmark-Leiste zieht. Das habe ich hier schon mal gemacht, deswegen mache ich es nicht nochmal. Man hat ja noch eine weitere Suchbar, mit der man auf der linken Seite Google durchsuchen kann oder andere hier auswählbare Suchengines. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr wunderbar. Eins darf man auf jeden Fall nicht vergessen, das ist Mail und Newsgroups. Denn der SeaMonkey hat einen eigenen integrierten Mailer-Account und Newsgroups-Reader. Man kann hier einfach über einen bequemen Wizard seinen E-Mail-Account einrichten und das Ganze dann über das E-Mail-Programm, das man hier sieht, wunderbar verwalten. Außerdem gibt es noch den Composer. Composer ist ein Programm zum Erstellen von Webseiten und für einfache Dinge ist er auf jeden Fall wunderbar geeignet. Der ist so ähnlich wie der EnView Editor, wem das was sagt, oder so wie früher der Composer vom Netscape, nur dass das Ganze weiterentwickelt wurde. Man kann auch hier unten zwischen den verschiedenen Sachen hin und her schalten und da sehen wir gleich noch dieses vierte Programm, das der SeaMonkey mitbringt. Das ist das Addressbook. Wir könnten jetzt hier wieder Sachen einrichten. Das Addressbook klingt sich direkt in den E-Mail-Client ein und man kann so seine Kontakte verwalten und das ist auf jeden Fall wunderbar. Und kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Mehr gibt es zum SeaMonkey nicht zu sagen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und unter Windows und unter macOS auch grafisch noch sehr viel ansprechender, als er unter Linux ist. Ist auf jeden Fall mal zu empfehlen. Und wer praktisch alles aus einer Hand will, der sollte sich mal den SeaMonkey anschauen. Das war's hierfür. Zurück zur Show. Für alle, die sich bisher immer noch nicht von ihrem Internet Explorer losreißen konnten, trotz unserer tollen Firefox-Vorstellungen, den legen wir Maxton sehr ans Herz. Wie kann man den Maxton-Browser beschreiben? Der Maxton-Browser basiert komplett auf die Internet Explorer-Engine. Er ist sozusagen ein Internet Explorer-Klon. Und das macht ihn für alle Internet Explorer-Fetischisten extrem interessant, da sie sich nicht umgewöhnen müssen und es immer noch so farbig ist oder monochrom oder so wie der Internet Explorer eben. Genau, schaut sich mal an. Weiter geht's mit dem Maxton. Maxton findet ihr auf www.maxton.com. Die Seite will ich euch jetzt mal kurz zeigen, denn dort gibt es auch eine beachtliche Zahl an Downloads. Wie wir sehen, über 67 Millionen Downloads. Das sind schon ein paar. Schön am Maxton ist, er sieht aus wie der Internet Explorer und deswegen hieß er früher auch MyIE2, was natürlich das noch weiter zeigt. Das Schöne am Maxton ist, er ist quasi der Internet Explorer 7, basierend auf dem Internet Explorer 6. Jetzt fragen sich einige hier, was meint er denn damit? Und zwar, zum einen kann er natürlich Tab Browsing. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier schon einen kleinen Tab. Wenn ich Ctrl N drücke, öffnet sich ein neuer Tab, wo ich natürlich ganz normal surfen kann. Zack, bin ich auf Google. So, per Doppelklick auf den Tab schließe ich das Fensterchen wieder. Und wenn ich jetzt eine Seite mit einem RSS-Feed, wie zum Beispiel Digital Upgrade, aufrufe, öffnet sich gleich ein Fensterchen, was mir zeigt, wow, da ist ein RSS-Feed, möchte ich den gerne abonnieren. Klar möchte ich das. Ich kann hier noch eine Kategorie, ein Auto-Update möchte ich natürlich auch, dass es ruckzuck immer geupdatet wird. Und dann lege ich es hier in News rein. Drücke auf Ja. Und jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, so, wo finde ich jetzt dieses verdammte Ding? Denn hier oben gibt es nirgendwas, was RSS heißt. So, hier gibt es natürlich so ein kleines Sidebar mit dem RSS-Logo. Jetzt denkt sich jeder, oh, was ist denn da? Gibt kein Digital Upgrade. Ich habe es natürlich aber auch in News reingelegt. Und der Wachsame sieht es, hier ist es. Und hier sind auch die ganzen News. So, des Weiteren hat hier, gibt es eine Favoritenliste. Das ist keine Quicklink-Liste, so wie beim Firefox, sondern das sind die Favoriten. Wenn ihr jetzt mal aufpasst, hier sind die Favoriten. Das sind exakt dieselben. Das heißt, ihr könnt hier nicht Drag and Drop, sondern ihr müsst sie hinzufügen. Ein bisschen umständlich, aber ich glaube, das kriegt jeder gerade noch hin. Des Weiteren kann er natürlich auch schon Mausgesten, wie wir das hier, ich demonstriere euch das mal, zum Beispiel, es wird hier mal auf dem Bildschirm gemalt, was ich gerade mache, nach unten, da geht er gleich weiter runter und es gibt natürlich noch viele mehr, aber das sollt ihr selber rausfinden.
Ich schließe mal das andere Fenster. Leider halt gibt es noch keinen Anti-Phishing-Client. Das ist ein bisschen schade. Aber ich denke, das wird auch im Laufe der Zeit hinzugefügt. Des Weiteren gibt es hier so eine tolle Idee. Und zwar, man kann direkt aus den nächsten Applikationen, die man auf dem Rechner hat, starten. Man kann zum Beispiel, es sind hier schon kleine Programme, wie zum Beispiel FlashSave. Man kann noch weitere hinzufügen. Man kann aber auch noch ganz andere hinzufügen, wenn man hier auf Tools klickt, External Utilities, sehe hier gibt es noch weitere. Diese finde ich auch ganz toll und ich drücke auf Paint und schon startet sich Paint. Diese Utilities werden hier oben angezeigt und können gleich aus dem nächsten Browser gestartet werden. Ist natürlich auch nur eine Spielerei, macht aber auf jeden Fall Spaß. Die integrierte Suche ist auch nichts Neues, kann mittlerweile fast jeder Browser. Und das war es vom Umfang eigentlich auch schon. Maxen ist auf jeden Fall besser als der Internet Explorer 6. Oder was heißt besser? Ehe mich die IE-Fans wieder mit Mailbomben bombardieren. Er ist auf jeden Fall eine positive Alternative. Viel Spaß beim Maxen und jetzt weiter mit der Show. Wie ihr das von uns gewohnt seid, bleiben wir natürlich unserem Rhythmus treu und das heißt, nach Windows kommt Mac und der Mac hat einen besonders guten Browser schon vorinstalliert und zwar den Safari. Und wer mit dem Safari durch den Webdschungel surfen will, dem legen wir natürlich die Safari Extensions, die es wie für den Firefox auch für den Safari gibt. Sehen Sie jetzt, schau dich das mal an, das lohnt sich. Einen Blick sollte man auf jeden Fall auf den mitgelieferten Browser von macOS legen, das ist der Safari. Und da er in Coco geschrieben ist und natürlich perfekt auf macOS abgestimmt ist, ist er natürlich auch super schnell. Wir gehen gleich mal auf unsere Digital Upgrade Seite und wir sehen gleich hier oben das RSS-Icon. Wenn ich da draufklicke, wird hier eine Ansicht für die RSS-Feeds angezeigt, die auch wunderbar ist. Wenn ich jetzt sage, okay, diese Seite möchte ich mir speichern, lege ich mir die einfach hier ab, zack, und ich habe sofort das Ganze als Link. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ach, ich wollte schon lange was über Vista wissen, gab es da was über Vista? Natürlich, dann kann ich die Seite durchsuchen. Ich kann mir die Länge der einzelnen Artikel anzeigen mit einem Slider die Länge auch einstellen. Den Safari kann man wunderbar über Extensions sowie den Firefox erweitern. Dazu gibt es eine Seite, pimpmysafari.com, und auf dieser Seite findet man einige Extensions. Zum Beispiel finde ich hier Safari Stand. Den kann ich mir herunterladen. Für die meisten solcher Plugins benötigt man Symbol. Symbol findet man auf der Safari Stand Seite auch mit drauf. Das ist so ein Plugin Framework. Man lädt sich einfach das jeweilige Plugin runter, kommt meistens als Plugin Datei und die legt man nachher in Benutzerordner, Library, Internet Plugins, legt man die ab und man hat hier zum Beispiel Safari Stand.bundle. Der Stand kann zum Beispiel eine tolle Sache. Man kann das Encoding der Seite umschalten. Das bedeutet, wenn man irgendwo nur komische Zeichen sieht, dann ist wahrscheinlich das Encoding im Eimer oder das Encoding falsch eingestellt. Es gibt außerdem eine Sidebar, das ist so ähnlich wie im Shiira die Page Docs. Und wenn ich jetzt hier ein neues Tab aufmache, wird mir das ganz sicher auch angezeigt und ich habe auch eine Live-Vorschau. Außerdem bringt mir der Stand, das ist die Extension, dann auch eine Shelf mit, wo ich meine Bookmarks drin verwalten kann. Und macht den Safari noch um einiges bequemer. Also wie gesagt, Tabs kann der Safari sowieso von Haus aus und alle anderen Funktionen, die gängigen Browser auch besitzen, kann der Safari auch. Und wie schon gesagt, über die verschiedenen bei pimpmysafari.com in verschiedenen Kategorien gelisteten Extensions kann man den Safari wunderbar erweitern. So viel zum Safari, zurück zur Show. Stellt euch mal vor, surft im Internet auf eine Seite, die will euch nur reinlassen, wenn ihr den Internet Explorer benutzt. Ihr seid aber brave Digital Upgrade User und benutzt natürlich den Firefox. Was macht man dann? Ja, man müsste sich tarnen. Und wir wären nicht Digital Upgrade, wenn wir nicht für dieses Problem auch eine Lösung hätten. Wir benutzen ganz einfach ein Firefox-Plugin, und zwar den User Agent Switcher. Wow. Wie bei der Firefox-Extension üblich, bin ich schon mal auf die Extension-Seite von Firefox gesurft. Und dort werde ich jetzt den User Agent Switcher für euch downloaden. Dafür gehe ich auf die richtige Seite und drücke einfach mal auf Install Now, so wie ihr es gewöhnt seid.
Der ist auch ruckzuck installiert. Ich starte meinen Firefox neu und auf den ersten Blick hat sich jetzt nichts geändert. Wenn ich aber hier unter Extras schaue, finde ich hier den User Agent Switcher. Der ist momentan auf Default eingestellt. Jetzt kann ich hier den Internet Explorer 6, Netscape 4.8 und den Opera 8.5.1. Oder auf Options einfach einen eigenen Browser quasi erstellen, indem ich hier auf Add klicke und die ganzen Sachen ausfülle. Gut, jetzt sagt ihr, das ist ja ganz toll, was bringt mir das? Ich gehe jetzt zum Beispiel auf eine Seite, die den Browser abfragt. Hier zum Beispiel seht ihr, dass der Firefox 1.5.0.6 sofort erkannt wurde. Und wenn ich jetzt den User Agent Switcher benutze und die Seite refreshe, seht ihr, jetzt habe ich den Internet Explorer 6. Dann sagt ihr, toll, das ist ja großartig. Ja, es ist wirklich, denn es gibt auch Webseiten, bei denen kann man nur mit dem Internet Explorer 6 beispielsweise drauf surfen. Es ist vielleicht nicht die feine Art, aber um diese Abfrage zu umgehen, könnt ihr einfach den User Agent Switcher benutzen und seid dann glücklich. Der User Agent Switcher funktioniert leider nicht auf allen Seiten, aber auf denen, die er funktioniert, ist es super. Und jetzt zurück zur Show. Der letzte Zug ist abgefahren, aber wir sind immer noch da. Tja, was soll ich das sagen? Unsere Show ist am Ende, aber ein paar Sachen müssen wir noch ansprechen. Auf jeden Fall. Und zwar, zum einen haben wir euch immer mal wieder ein bisschen vertröstet, was den Praktikanten angeht. Mittlerweile haben wir genügend Bewerbungen bekommen. Vielen Dank an euch und eure Anschriften. Aber wir als das Team von Digital Upgrade wollen uns nicht anmaßen, über andere Menschen zu entscheiden. Und dass, da wir unsere Sendung eh produzieren, sollt ihr das entscheiden. Natürlich, ihr müsst diese Personen im Endeffekt auch anschauen. Deswegen soll es natürlich auch eure Entscheidung sein, wer im Endeffekt der Praktikant wird. Aus dem Grund haben wir eine Seite eingerichtet auf unserer Homepage. Findet ihr direkt rechts in der Toolbox einen Link dazu. Und da könnt ihr dann ein Voting machen, für welchen Praktikanten ihr euch entscheidet oder welchen ihr unbedingt haben wollt. Es gibt immer einen kurzen Steckbrief zu jedem. Ja, und das ist auf jeden Fall was, wo ihr mitmachen solltet, da ihr somit auch im Endeffekt Einfluss auf die Show nehmen könnt. Genau. Also, vote recht fleißig und vielleicht können wir zur nächsten Show schon bekannt geben oder vielleicht sogar schon mit einem Clip euch vorstellen, unseren neuen Showpraktikanten. Genau. Eine Sache noch zu unserer Pro-Membership. Wir haben etwas auf unserem Server installiert, und zwar ein neues Spam-Filter-System. Und jeder, der eine digitalupgrader.de-Adresse hat, bekommt ab sofort absolut keinen Spam mehr. Also wirklich, sagen wir zu 99,9%. Und ja, wer jetzt sagt, wow, das ist ganz toll, ich wollte schon immer eine spamfreie E-Mail-Adresse haben, der kann natürlich bei uns Member werden oder lässt einfach bleiben. Das nur mal am Rande. Genau, das war's für diese Show. Und immer dran denken, die nächste Show ist immer die beste. Ganz, ganz ehrlich. Geben wir ab in unsere News-Redaktion. Unsere Nude-Redaktion. Dass wir dann bei den Nackt auf der Couch. So. Scheiße, Opera. Don't cry for me, Argentina. Das wäre viel zu geil. Das wäre viel zu geil. Also ich frag dich, was ist das mit unser nächster Browser? Und du fängst dann an zu singen. Und dann, das ist ja Internetprostitution, was du da verlangst. Aber das wäre sehr witzig. Na gut, ich mach den Clown. Okay, sehr schön. Ich kann das ja irgendwann auch mal machen. Ich räche mich. Du musst dann nackt durchs Bild flitzen zur nächsten DR. Da wollen wir Breitbild. Wenn ich die Kompressionsbandagen ablegen muss. Okay. So. Hier war wieder was für die Outtakes.